Mutig wagen wir uns in ein Multiplayer-Match gegen die Blue-Bay-Programmierer. Auch in diesen Gefechten steht am Anfang natürlich der Aufbau einer Siedlung. Die Steinmine steht bereits, wir stellen ein Wohnhaus daneben, damit die Leute auch wo schlafen können. Wirklich nett sind die Details, hier sieht man ganz genau, wie die Arbeit aufs Gerüst klettern und die Steine klopfen. Aber eigentlich sollten wir uns lieber auf das Gefecht konzentrieren. Wir haben einen unserer Helden losgeschickt, um die Gegend zu erkunden. Und da stößt er auch schon auf eine Silbermine. Gut so, denn das Metall brauchen wir recht häufig, um zu forschen oder Einheiten zu rekrutieren. Gleich bauen wir eine Mine drauf, denn das erhöht die Ausbeute. So, weiter geht's. It's payday. Bevor wir eine Kaserne bauen können, müssen wir in der Universität Construction erforschen. Dieses Upgrade brauchen wir auch für alle größeren Gebäude, wie zum Beispiel den Steinmetz. Wir haben nur ein Dorfzentrum, deshalb sind wir inzwischen an das Bevölkerungslimit von 25 Untertanen gestoßen. Zum Glück haben unsere Helden beim Erkunden der Karte aber den Bauplatz für ein weiteres Dorfzentrum gefunden. Das heißt, daraus werden bald wieder neue Arbeiter strömen, die dann zum Beispiel diese Mine besetzen, die im Moment noch leer steht. Endlich stößt einer unserer Erkundungstrupps auf den Gegner. Das sind zwar nur Arbeiter, aber wenn wir die erledigen, dann versiegt der Silbernachschub. Salem und Pilgrim, die beiden Helden, hauen da mal kräftig rein. Oh oh, Pfeile von links, das heißt, ein Bogenschütze bewacht die Mine. Sound the attack! Aber gegen den Helden hat er natürlich keine Chance. A miner is leaving your settlement because the taxes are too high. Tja, um Forschung und Rüstung zu finanzieren, habe ich die Steuer auf sehr hoch gesetzt. Und das rächt sich jetzt. Meine Untertanen sind mürrisch und wollen nicht mehr arbeiten. Also senke ich die Abgabenlast wieder. Schließlich will ich die Produktion nicht gefährden. Wer weiß, vielleicht steht der Gegner schon vor der Tür, dann brauche ich meine Soldaten. Apropos Soldaten. Es wird Zeit, eine richtige Armee aufzustellen. Etwas vorgeschoben habe ich eine Kaserne aufgestellt. Dort rekrutiere ich einen Leader und für ihn eine Handvoll Soldaten. Bis zu 12 Männer kann er befehligen. Jetzt reichen mir aber erstmal 5. Oder vielleicht doch nicht, denn da kommt der Gegner mit einer recht großen Armee. Er hat auch noch Bogenschützen dabei. Ich glaube, hier muss ich schnell mal nachbessern und noch ein paar Leute engagieren. Auch meine Helden da hinten werfe ich in die Schlacht. Die sind nämlich besonders kampfstark und sollten aufräumen. So, ein paar Mann kann ich mir schon noch leisten. Ich fürchte, selbst die neu rekrutierten Soldaten können das Ruder nicht mehr herumreißen. Dieses Match wird eine Niederlage für mich. Naja, halb so wild. Gegen einen Entwickler kann man schon mal verlieren. We must have more iron. 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 We must have more iron.